liebe Leute. Heute wieder ein neues Video von den Biscuit. Hallo Marco. Hallöchen. Du auch schon da? Was gibt's zur Lage der Nation? Können wir noch was zu sagen, bevor wir heute eine Challenge beginnen? Das machen wir im Laufe der Challenge, oder? Machen wir im Laufe der Challenge, weil ich denke, dass wir zwischendurch auch mal ein paar... Alter, hättest du ja nicht mal polstern können, die Stühle, ne? Nee, ich hab gedacht, für deinen zarten Arsch ist das schon verschwunden, der Stuhl. Ja, heute Whisky aus Sicht von zwei Whisky-Elfen. Okay, also. Wir haben heute eine Challenge bekommen. Erstmal herzlichen Dank, lieber André. Mein Arbeitskollege André hat uns beiden nämlich eine Aufgabe gestellt. Wir haben großkotzig im letzten Video behauptet, ey, wir gehen mal an die Exoten ran und wollen uns mal ganz unvoreingenommen an Exoten geben. Und deswegen haben wir von André eine Challenge bekommen. Soll ich noch kurz vorlesen? Ja, bevor du vorliest, können wir eigentlich sagen, vielen lieben Dank, André. Ja, voll gefickt. Ja. So, jetzt kannst du vorlesen. Wir sind die Gefickten. Hallo liebe zarte Whisky-Elfen. Da im letzten Video angekündigt habt, dass ihr unvoreingenommen an exotische Whiskys gehen möchtet, habe ich euch ein kleines Care-Paket geschickt. Es handelt sich dabei um drei Whiskys, die nicht aus Schottland stammen. Ich habe sie halbblind verschickt, damit ihr wirklich unvoreingenommen bleibt. Ihr wisst, dass es keine Schotten sind, ob es rauchig wird oder nicht, ob es Fassstärke oder Trinkstärke ist. Zusätzlich habe ich für ein kommendes Video, also quasi Next Step bei Marco, drei halbblinde Proben aus Schottland geschickt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur eine einzige Abfüllung aller sechs Proben erhältlich. Teilweise gibt es die Abfüllung nicht mehr, teilweise gibt es sie noch nicht. Snatche André. Vielen Dank, André. Du möchtest uns auf die Schippe nehmen. Aber wir werden dir beweisen, dass wir keine Ahnung haben. Genau, vergiss es. Und für alle, das ist der Umschlag von André. Noch versiegelt. Also André hat uns geschickt, so extra, viel... Extra mit Tesafilm wegen Wasserdampf und so. So viel können wir schon sagen. Er hat uns geschickt eine Probe von einem Whisky International Nummer 1. Anbietet ca. 46 Volumenprozent. Weil er hat uns geschickt. Er hatte Angst, dass wir nicht merken, dass es keine Fassstärke ist. Das kann natürlich sein. Er hat uns geschickt Nummer 2 ebenfalls, International, anbietet in CS. Ich vermute sehr stark, das steht für Castring. Und Probe Nummer 3, Peated CS, also getorft in Fassstärke. Ja, ich bin ja mal sehr gespannt. Ich auch. André, du machst uns fertig. So sieht's aus. So sieht's aus. So. Wenn das genauso ein Desaster wird wie das letzte Blind Tasting, habt ihr auf jeden Fall was zu lachen. Caledonia. Warte, wir machen die mal alle drei schon mal ins Glas. Der sitzt wahrscheinlich schon zu Hause und lacht sich schon mal stetig, ey. Mensch, so lange wie heute habe ich noch nie einen gebraucht. Ja, Mensch, damit war schon mal eine Schlange im Moment, ne? So, nee, diesmal, ich war noch bei deinem lieben Kunden und meinem lieben Kollegen Dirk Schlüter, kurz in Wülfrath. Und irgendwie bin ich da dann, ne, quatschtechnisch noch ein bisschen versackt und dann musste ich quasi an Essen vorbei, so quer durch die Ruhrpott. Wie, du bist an Essen vorbeigefahren? Ja, ich bin ausnahmsweise an Essen vorbei. Aber du hättest doch besser die 46 Falken, glaube ich, ist das. Und dann bis Wuppertal und dann wieder auf die 43. Das hat mich irgendwie total durch Grüns geführt und nur 80 und 70 und so. Weil das ist nämlich der Trick, wenn du die Autobahn wieder bis Wuppertal durchfährst, kommst du schneller durch und dann wieder auf die 43. Gerade bei deinem Fahrstil. Ich bin da. Du meinst defensiv und vorsichtig. Genau. Also, ich bin gespannt, Marco. Sag mal erstmal nichts. Nee, wir müssen beide für uns, bevor wir den ersten probiert haben. Wir müssen uns eigentlich, so müsste ich uns nochmal zwei Zettel holen. Und zwei Stifte, oder? Aber ich glaube, mein Blindtaste ist für uns wirklich schlecht vorbereitet. Ach, wir Quatsch, wir machen das so. Komm. Wir machen das so. Okay. Und
Die erste Nase. Pass auf, wir machen immer hin und her. Ich ein Aroma, du ein Aroma. Ne? Mhm. Erster Eindruck, mild und fruchtig. Süß. Sehr süß. Zusätzlich ein Aroma, was so ein bisschen in die Richtung Menthol geht, aber es ist nicht so scharf wie Menthol. Also es wirkt so ein bisschen pflanzlich. Ich habe eher... Du weißt ja, welcher ist mein Favorit von der Young Lucky Serie? Der Kowalwein. Halt mal deine Nase mal so richtig tief rein. Meinst du Wein? Das ist auch 46%. Also. Ich muss gestehen, in der Hand, entweder habe ich zu wenig genommen oder ich rieche nicht wirklich viel. Was für ein Glas habe ich in die Hand fallen lassen? Also im Glas, finde ich, ist die Aromatik wirklich sehr präsent und sehr intensiv. Da kommt es sehr schnell weg und die Süße bleibt. Aber merkst du, dass der klebt? Hm. Also die Süße ist sehr präsent, aber diese ja, helle, hellblättrige, ich weiß, dass Menthol das falsch ist, aber ich weiß nicht, so ganz frischblättrig irgendwie. Ja, Menthol ist so, nein, also ich finde... Nee, Menthol ist zu böse. Menthol klingt nach scharf und nach angriffslustig. Aber ich habe jetzt auch, okay, 46, aber ich habe null Alkohol in der Nase. Ich habe einfach eine schwere Süße. Ich habe eine deutliche Roggennote, ich habe auch so eine teigige Note, ich habe auch ein bisschen helle Früchte, süße Früchte, aber ich habe eine Note drin, wo ich nicht weiß, wo ich die hinstecken soll. Also das ist bestimmt das, was ich auch habe. Das ist nicht negativ gemeint, also nicht irgendwie wie Deo oder so, das ist ein bisschen wie eine frische Brise. Ich glaube, der fehlt uns richtig. Ja, lass ihn doch. Retourkutsche kommt. Vielleicht sollten wir ihm schnell ein Virus auf den Computer schicken. Aber mir kommt diese Note auch bekannt vor. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ja von den ganzen Exoten halt noch nicht viel, weil ich will ja auch mich da reinarbeiten, indem ich halt auch einmal dorthin fahre. Und viele Exoten. Wir haben Exoten aus Indien dabei, aus Taiwan natürlich, aber auch viel, was auf der Ecke ist. Ne? Also fangen wir mal. So wie Belgian Eule. Würde ich meinen Arsch drauf verwetten, dass eine belgische Eule dabei ist. Nein, das ist ja nicht. Den habe ich letztens schon mal probiert. Also ich formuliere es mal so. Wenn ich im Laden, wenn die Kamera nicht läuft, gefragt würde, wie stehst du denn so zu internationalem Whisky und zu Sachen, die eher nicht so in der ersten Reihe sind, dann ist meine Standardantwort, dass ich finde, dass Japaner sehr geilen Whisky machen, aber häufig viel zu teuer. Ich bin ein bekennender Fan von indischem und von taiwanesischem Whisky. Ansonsten spaziere ich mehr so durch Schottland und Irland. Und sagen wir mal, das erste Positive an dem ersten Glas ist, es schmeckt schon mal wie Whisky. Ich bin immer noch bei der Nase. Ich habe eine Note. Die Nase hilft mir irgendwie nicht. Ich habe eine Note, die ich. Kindheitserinnerung, glaube ich. Also je länger der jetzt im Glas ist, desto mehr denke ich an frisches Eichenholz. Eigentlich sind dafür nicht genug Tannine da, aber... Leichte Eichennoten hat er aber nicht zu überlagern. Nee. Ich finde diese besondere, das ist kein Sherry-Fass, das ist... Nein, natürlich. Also das ist entweder ein Bourbon-Cask oder es ist irgendein hellfruchtiger. Der mit drin ist. Aber ich finde, es ist auch nicht dominant Vanille. Es ist einfach nur sehr intensiv, schön, hellfruchtig. Ja, sehr gut. Sehr alt würde ich ihn nicht schätzen. So vielleicht auf in dem Spektrum 8 bis 12. Nee, komm. Eher 8 wie 12. Nee. Oder?
Ja, aber nicht. Er ist schön eingebunden. Ja, der Alkohol ist halt überhaupt nicht präsent. Er ist schön eingebunden, er hat die Süße. Aber jetzt vom Geschmack her, wo ich getrunken habe, denke ich in eine Richtung. Es ist definitiv kein Bourbon Cask. Es ist kein Port, auch kein Sherry. Es ist auch kein Red Wine Cask. Wieso ist das kein Bourbon Cask? Es war vielleicht vorher Bourbon Cask. Ich denke, es war wahrscheinlich Bourbon Cask. Pass auf, mach mal Ausschlussverfahren. Es ist gefinisht. Kein Leder, keine Schokolade, keine Porten, keine Wein. Schokolade habe ich im Geschmack. Zartbitter. Es sind Zartbitter. Also die ganzen Sachen, die für einen aufgespritteten Wein wie Porten, Madeira, ein Sherry oder so sprechen, sind meiner Meinung nach nicht da. Habe ich einen Telefonjoker? Von mir aus. Obwohl der so fruchtig ist, ich würde ja fast auf den Virgin Oak tippen. Ich gucke mal, ob mein Telefonjoker drüber geht. Da bin ich einmal gespannt. Den willst du direkt beim ersten Whisky verballern? Ich bin hilflos. Ich hab eine Ahnung. Ich möchte nur eine. Scheiße, ich hab da eins gekauft. Also ich sag, sollen wir mal aufschreiben? Komm, ich hole mal einen Stift. Wo ist ein Stift? Ja. Hast du sowas? Besitzt du sowas? Ja. Im tiefsten Neandertal. Aber wir haben jetzt gerade einen Telefonjoker. Guck mal in der Kiste da unten in der gelben Kiste. Mhm. Mein Telefonjoker geht nicht dran. Okay. Es ist nach 16 Uhr und er möchte nicht gestört werden. Und somit hast du? Ja. Genau. Zettel liegen auf dem Schrank und Bildertisch. Wir hätten auch die Rückseite nehmen können, aber die brauchen wir nächste Woche nochmal. Also ich glaube, lass uns doch Ausschlussprinzip machen. Und dann basteln wir uns nachher den Rest zusammen. Ich wollte meinen Telefonjoker jetzt fragen, ob ich das Ding in Nürnberg getrunken habe. Also, Nummer 1. Wir sind uns einig, er ist eher jung. Ist eher jung. Ich würde sagen, zwischen 6 und 8 Jahre, würde ich sagen. Tippe ich so. Gut. Mag vielleicht auch jünger sein. Ich finde, dass er durchaus ausgewogen daherkommt. Deshalb. Ja, sagen wir mal 6 bis 8. Das sind die 46 Volumenprozent. Er hat ja geschrieben, sowas in der Art wie 46 oder ca. 46 Volumenprozent. Hätten auch 43 vom Gefühl sein können, vom Geschmack. Ja, also sehr mild. Der Alkohol kommt null durch. 43 bis 46. Wir sind uns einig, kein Sherry, Port, Madeira und Co. Aber du hast diese Süße. Diese Süße lässt mich tippen auf entweder eine Combination, also aus Gerste, also diese Süße, was ich so vom Grain kenne. Ja. Ja, die Süße, die ich vom Grain kenne, aber er hat einen Geschmack, finde ich, nicht die Grain-Aromen. Ja, aber er hat diese Roggensüße. Also mit Grain kann ich halt mehrere Teile. Ja, was ist denn mit dem Handy los? Sollen wir uns denn mal darauf einigen, dass wir sagen, wir vermuten Bourbon oder White Cask? Hast du heute den Sticker online gestellt, ne? Ja, aber das müsste eigentlich nichts durch sein. Also ich habe das denn leise. So. Und dann ziehen wir dann. Ich habe eine Vermutung. Ja gut, aber das ist ja gemein, wenn du. Das ist gemein. Ich habe eine Vermutung. Aber Roggen. Schreib mal Roggen Fragezeichen. Rye. Ja, also auf Rye kann ich mich einigen. Ich bin definitiv in Amerika. Also nicht der Whisky an sich, aber das Fass. Entweder ein Rye oder ein Bourbon, bin ich der Meinung. Er hat die Malzigkeit, deswegen ein reiner Rye, würde ich sagen, nein. Er hat eine tolle Malzigkeit, deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten, oder? Die Malzigkeit, die schöne Fruchtsüße. Es kann doch hundertprozentig Malz destilliert sein in einem Reifass als Beispiel. Dann hast du beides. Ja, das wäre aber schon das Finish übertönt, glaube ich. Das wäre, wenn es jetzt. Ich glaube, das wäre. Sollen wir mal stehen lassen? Lass mal kurz stehen. Hast du im Geschmack diese Süße gehabt? Ja, ich habe die Süße sogar sehr, aber je länger der steht, desto mehr überlagert wird er von dieser Kräuternote überlagert, die ich am ehesten
zu einem, zum Beispiel zu einem George Stickel Rye tun würde. Also das ist kein Bourbon Whisky, das ist mir schon klar, aber... Trink nochmal einen Schluck. Komm mal her. Jetzt denkt man an die Jugend zurück. Ich hab so ein bisschen, ich hab so eine gewisse Vorahnung, dass das ganz Schmutziges ist. Der will uns so richtig ficken, der will uns richtig ficken. Jetzt, kennst du dieses Getränk, was man mit Salz und einer Zitrone? Das ist doch nie im Leben. Alter, das habe ich gerade im Gaumen. Mezcal. Also, das wäre mal gemein. Wenn du dich einmal abgeschossen hast mit so einem Zeug. Darf ich nochmal gucken, was er geschrieben hat? Wenn du dich einmal abgeschossen hast mit so einem Zeug, dann weißt du, was er nie wieder trinkt. Also ich hätte nicht Mezcal oder Tequila am Gaumen gehabt, aber ich weiß, dass die langgereiften Mezcals, dass die extrem nah an das Aroma von einem Whisky drankommen. Das soll ja Whisky sein. Was hat er geschrieben? Ihr wisst, das sind keine Schachtel. Irgendwo geschrieben, dass es Whiskys sind. Es handelt sich dabei um drei Whiskys. Also kannst du das Thema Mezcal schon mal rauslassen. Du könntest maximal ein ehemaliges Fass sein, in dem ein Mezcal drin war. Ja, aber dann fickt er uns. Das ist unfair. Dann hat er was Falsches draufgeschrieben. Na, mein Telefonjoker geht nicht ran. Der ist ja egal. Komm, lass ihn halt erstmal. Also du glaubst, es ist ein Mezcal? Nein, es hat eine Mezcal-Note. Es ist kein reiner Mezcal. Dafür ist er nicht so sprittig. Mezcal hast du ja eher schon so diese Schüttelaroma, deswegen brauchst du die Zitrone hier auch. Diese Schüttelaroma. Aber er hat ja diese Süße davon. Und deswegen, wo ich ihn vorhin getrunken habe, hatte ich diese Vorahnung. Aber lass was aus dem Vor. Ich habe eine Vorahnung. Wo kommt der Whisky denn deiner Meinung nach? Aus welchem Land? Kann alles sein, ne? Könnte Schweden sein. Könnte Dänemark sein, können die Niederlande sein. Ich habe ihn schon getrunken. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist kein Schwede. Kann ich. André, das kriegst du wieder. Arsch. Ist egal. Wir gehen mal Nummer 2. Alter, merkst du, wie die Süße hinten drin bleibt? Eine ganz leichte, feine, so eine eichige Rauchnote, so eine hinten raus, und gleich leichte. Das ist auch kein, das ist gefinisht, das ist kurzes Finish drauf, aber ein intensives, ein richtig fett süßes. Ob es eine Weißweinnote ist oder ob es irgendwie doch in die Richtung geht, die ich denke. Aber wir machen einfach nochmal 2. Kann mir natürlich wieder Fett in die Nesseln setzen, aber ich finde, das Fass ist jetzt nicht wirklich schwer. Ne? Von der ersten Nase her schreit das für mich alles nach dem Sherry-Fass. Ich habe Sherry, ich habe dunkle Schokolade, Espresso, Leder, ein bisschen Kaffeenoten. Johannisbeeren. Mhm. Und ich finde, dass man riecht, dass es eine Fassstärke ist, aber nicht aggressiv. Also da haben wir schon deutlich aggressiveres im Glas gehabt. Ja. Gefällt mir von der Nase her ziemlich gut. Wo ist mein Telefon schon? Wenn der so schmeckt, wie er riecht, dann mag ich den. Wo ist denn mein Telefonjoker? Wo ist denn der Telefonjoker? Sag mal, heute habe ich gelesen, Corona ist von den Frauen gemacht, ne? Wieso? Ja, es läuft kein Fußball mehr. So sieht mein Telefonjoker aus. Hm? Der ruft aber nicht zurück. Ich hätte genau die andere Brille reingenommen. Das ist ja diese Brombeeren. Schwarze Johannisbeeren, kein Sherry-Fass,
kein Weinfass, also noch ein Barrik Wein, das ist schon Barrik. Weißt du noch den Sweet Josie, den ich hatte? Den 26 Jahre alten. Der hatte auch diese kirschige Aroma, dieses Speckkirschen-Ding. Und erinnert mich komplett an dieses Ding. Also ich tippe auf Amarone. Ja, gut. Du hast Sherry und Amarone, kannst du sehr schwer auseinanderhalten. Das ist Amarone. Das ist Langeva. Kräftig? Ja. Aber das war jetzt mehr Kräfte als Amarone fast. Hm. Das war eine Nase schon da. Du hast wieder diese dunkle Beeren, richtig beerig. Hm. Richtig reife, aber eher schwarze Beeren. Nichts wie sonst aber so dunkles, frisches Obst oder so, sondern wirklich schwarze, dunkle, reife Beeren. Also in der Nase habe ich gedacht, der Whisky hat ein gewisses Alter schon. Am Gaumen tendiere ich dazu, ihn jünger einzuschätzen als Nummer 1. Irgendwo auf 4 bis 6 Jahre, aber nicht medizinisch, nicht metallisch. Aber man merkt ihm einfach an, dass er ein richtiger, kleiner, junger Kraftprotz ist. Und der erste ist aufgelegt. Der hat eine aufgelegte Süße. Hm? Ich finde, hier hast du... Guck mal, wie lange der im Gaumen bleibt. Der ist intensiv am Gaumen, der hat eine Trockenheit. Ich finde jetzt nach hinten raus, das Schmecken, kommen nussige Noten auch mit rein. Also in der Nase wäre ich vom Anfang an auf dem Sherry-Trip gewesen. Jetzt mit dem Gaumen gehe ich dann halt zu irgendeinem Süßweinfass. Ob das jetzt ein Amarone-Fass? Aber kannst du, weißt du was, wenn du ständig irgendwelche Samples hast, die du halt probierst und wie du tust, also dir vornimmst und einfach mal guckst und es kommt so viele Revivals und ich denke mal, A, werden wir heute richtig gefickt, B. Aber für eine Fassstärke, der schmeckt auch nicht so extrem hochprozentig, ne? B, finde ich gerade wie bei der Probearbeit. Mitte, weil mir kann das doch schon was sein. Würden wir uns auf Mitte 50 Volumenprozent einigen? Ja, Mitte 3 Viertel. Alter, 4 bis 6 maximal? Wenn das ist, was ich meine, wie er mich ficken will, nein. Der ist ja noch jünger, ne? Ja. Ja. So. Machen wir 3 bis 5. Alter? Komm, den Amarone-Trip gehe ich mit dir mit. Amarone bzw. Süßwein, wobei der, für den Süßwein ist er nicht süß genug, der hat diese würzige Trockenheit mit dabei. Könnte auch alternativ Saskia oder sowas sein, also ein schwerer Wein. Ja, ist wurscht. Nee, ich muss gerade so lachen. Ich muss gerade so lachen. Das Fass habe ich selber ausgesucht. Ja Gott, überleg mal, wie viel Fässer du aussuchst und wie lange das mitunter dann her ist. Typischer Brennstil, typischer Brennstil. Wir werden es nachher sehen. Halt mal rein. Das ist eine der erfolgreichsten Brennereien in unserem Breitengraden aktuell. Ja. Boah, die Espresso-Note kommt deutlich spürbarer jetzt durch. Das hintenrum Kakao, auch wieder Schokolade, er ist beerig. Und er ist einfach malzig. Er ist richtig malzig. Und ich finde ihn halt vollmundig. Und ich kann mich an die Situation, ich habe den genau vor Augen, ich kann mich an die Situation erinnern. Es war 9:30 Uhr. Christoph kommt rein, er war bei meiner Einarbeitung in Bremen. Christoph kommt rein und sagt, probier mal dies und dies. Und du denkst dir so, okay. Und das ist das Ergebnis. Ich wette meinen Arsch drauf. Ja, gut, dann schreibe ich mal St. Kilian hin. Da war ja auch immer ein bisschen was erzählen. Kann ich direkt erzählen, ne? Da war ja auch immer ein bisschen was erzählen. Würde ich gerne ein klein bisschen was dazu erzählen. Wir kriegen ja unter die Videos hier und da Kommentare.
und machen uns Gedanken. Ja, mach doch erstmal. Lass ihn. Ja. Kriegen hier und da Kommentare und wir können euch Folgendes erzählen. Wir sind ganz stark an dem Thema Kappe und Poloshirts dran. Ich denke auch, dass wir es zu einem schönen Preis hinkriegen. Oder der Haken an der Sache ist natürlich, ich muss eine Auflage von wenigstens 100 Poloshirts machen. Hast du recht, Herr Pommes, oder? Ja, klar. Anders wird es schwierig. Aber das kriegen wir, glaube ich, alles hin. Also, ich denke, was das Thema Kappen und Polos und so betrifft, sind wir auf einem guten Weg. Bin mal gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob wir den schönen, darf ich das sagen, schwulen Farbton auch hinbekommen werden. Er, sie ist divers Farbton. So sieht's aus. Ja, und die zweite Sache ist, wir haben eine Kritik unter, ich weiß gar nicht, ob es das letzte Video oder eins davor war, bekommen, dass ja besonders ich in meinen Bewertungen, wenn ich alleine vor der Kamera sitze, das Fallbeil bin, ja, und ziemlich hart urteile und sage, ich bin der Meinung dies, das, jenes, weil, hast du nicht gesehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich das immer noch tue. Natürlich möchte ich dem Michel auch nicht wehtun. Ne? Der Michel ist so lieb und stellt mir hier mal Proben hin, die ich kostenlos probieren kann. Und wo ich natürlich auch die Chance habe, zu sagen, boah, das ist so spannend. Eventuell könnte man sich ja mal vorstellen, fürs Whiskyhaus da was zu machen. Wenn mir etwas überhaupt nicht schmecken würde, und ich glaube, das wird der Michel genauso machen, dann würden wir das sagen. Beziehungsweise, dann würden wir darüber das Video nicht machen. Das heißt, das, was wir für euch aussuchen, ist von der Grundidee schon vorher so selektiert, dass wir sagen, das ist Material, das ist Whisky, den wir lecker finden und den man trinken kann. Schreiben wir aufgelegt. Die einzelnen Nuancen. Die Süße ist aufgelegt. Die sieht man dann. Ja, dann habt ihr vielleicht mitgekriegt, habe ich heute gepostet. Seit dem 1.5. ist der Patrick, mein neuer Mitarbeiter, da, eine Vollzeitkraft. Und der Patrick hat den Hauptjob, da muss ich natürlich jetzt ein bisschen reinarbeiten, sich im Laden um das Thema Gin und Rum zu kümmern. Der Patrick ist ausgebildeter Sommelier, hat in Sternehäusern gearbeitet und zum Schluss in einem großen Weingeschäft. Also ich denke, der passt perfekt bei uns ins Team rein, ist jung, dynamisch und auch tiefenentspannt. Und Patrick hat mitgebracht, zumindest Teilzeit, den kleinen Hund, den sie zu Hause haben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das eine Rassegeschichte ist oder ob das ein Senfhund ist, von jedem ein bisschen was. Der Warmbeißer. Auf jeden Fall ist es eine ganz süße kleine Dame, ist gerade so ein bisschen in der Pubertät und der eine oder andere hat es vielleicht heute gesehen, gerufen Pichu, und Pichu ist unser neuer Sicherheitsexperte und Wachmann. Pichu fängt nämlich jetzt nach einer Woche schon an, alle, die am Laden vorbeigehen, wegzubringen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, ansonsten habe ich mich schön umgequatscht, um an den dritten Whisky zu gehen. Ja, du hast ja auch noch gar nicht erwähnt, dass der neue CK 3 auf den Markt gekommen ist. Heute. Ja, aber also, ich weiß ja nicht genau, ob wir das Video online haben. Vielleicht ist er dann weg. Nee, ich finde nicht gerade, dass ich kein Sample davon bekommen habe. Hase, du kommst auch nächste Woche wieder zu mir. Dann machen wir da ein Nostalgie-Tasting draus. Das hättest du haben können. Wenn wir jetzt keinen Abstand halten müssen, ne? Hey. Tja. Schwierig. Also, das Fallbeil Marco. Whisky Nummer 1, erste Nase. Nee, später. Komm, wir lösen später. Mach mal hier. Jetzt lass mich doch mal Fallbeil spielen. Ja, du. Nase bei Nummer 3, finde ich schwierig. Ich auch. Aber hat für mich, also hätte mir das jemand hingestellt, wäre ich nicht direkt auf den Whisky gekommen. Aber vielleicht ist das beim Geschmack anders. Da wir international liegen, haben wir hier diese tropische Reifung wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, das ist nichts Nordisches. Das ist wahrscheinlich diese tropische Reifung. Du hast ein bisschen auch wieder diese dunklen Fruchtnoten. Du hast Karamell, aber du hast auch einen leichten Touch von wieder dieses Pflaumenmus. Ja, und du hast auch ein bisschen was von, Schwefel ist das falsche Wort, aber da ist Schmutzpuckeligkeit drin. Und zwar nicht klassisch Torf oder Rauch, so wie man sich das bei einem Gepieteten jetzt hätte vorstellen können. Könnte das auch
Vielleicht führen wir uns ja auch ganz blöd aufs Glatteis und das ist nichts das ist nichts Tropisches. Das ist irgendwas, was hier mit Tannennadelrauchen so gemacht ist. Mhm. Wie wir im Harz schon mal haben. Ja. Auf jeden Fall ist das. Ich hatte ja die erste Nase, ging mir bei mir schon erst so ins Nordische rein. Ich hatte erst auf Floki gedacht. Ja. Ne, weil Floki hat ja auch experimentelle Dinge. Schickung. Aber diese Rauchnote ist schon von Fass überlagert. Ne? Also diese Pflaumenmus lässt für mich schon wieder ein bisschen diese Weihnachtsgewürze, die du halt in der Nase hast, lässt für mich auf dem. Ja, ich tippe auch wieder ein Red Wine Cask. Ne? So ein schweres Bordeaux-Fass. Oder auch direkt am Port. Das ist definitiv kein Sherry. Was ist. Nee, Sherry ist das nicht. Was ist das denn? Sag mal, für die Schweinerei, die der andere uns hier aufs Auge geschützt hat, ne? Die Leute sind ja jetzt von uns Leistung gewohnt, ne? Druckbetankung bei viel Zeit. Nein, du kriegst kein Konto. Was denn da? Entweder bleiben wir auf der Exotenschiene. Ja. Oder wir gehen zu den kleinen Sachen über. Du meinst die von vorgestern? Können wir eigentlich machen. Das ist nicht mehr viel. Ich habe ja. Ja, für mich reicht's. Du musst ja nachher zur Pommesbude fahren. Ich darf da einen starken Stopp. Na, wir machen gleich noch kurz. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der braucht noch mehr Wärme. Das ist das. Also, ich kann nicht. Guck mal, wie ölig der ist halt, ne? Wie ölig der ist. Der ist richtig schmierig, dreckig, ölig. Ich finde aber, dass er im Vergleich zum Nummer 2 milder in der Nase ist. Nummer 2, den hast du, finde ich, mehr die Fassstärke gespürt. Ja, aber das ist wieder ein Kinderfaktor. Also von der Nase finde ich Nummer 3. Nimm mal jetzt die 2. Jetzt hast du schon Brombeer-Gelee. Ja. Jetzt hast du richtig Gelee. Ja. Der hat richtig komplette Alkohol verflogen, du hast jetzt rein Gelee in der Nase. Jetzt hat er auch wieder diese Campino-Bonbon-Frucht. Mhm. Ja, ich glaube, bei der Nummer 2 könntest du ziemlich richtig liegen. Die Nummer 3 finde ich, das ist so die find ich am schwierigsten. Was wir letztes Mal auch hatten, diese rot-weißen Campinos, ne? Ja, du? Ja. Diese Sahnigkeit, diese Cremigkeit, ich meine so Brombeere, solche so frische Brombeere, so püriert halt, ne? Das ist natürlich für mich jetzt gerade dieser Wiedererkennungsfaktor, weil das war für mich natürlich ein Highlight. Die erste Woche, du bist da und. Ne? Boah, der schmeckt deutlich voluminöser als an der Nase. Jetzt hast du den Rauch auch richtig intensiv präsent da. Mhm. Er ist mit Abstand der protzigste, kräftigste am Gaumen, finde ich. Der arbeitet sich bei mir so richtig schön auf der Zunge und am Zahnfleisch ab. Das ist aber krass, ne? Das ist aber nicht, also. Hätte ich nicht gedacht. Light Repeated kann man nicht von sprechen. Ne? Nee, würde ich auch als Heavy Repeated bezeichnen. Ich hatte ja anfangs an Kavala gedacht. An Kavala, nee, ist es nicht. Nee, ist es auch nicht. Nee. Das ist vom Körper. Der hat ein ganz anderes Geschmacksprofil. Am Anfang hatte ich ja von der Nase her, hatte ich gedacht, ne, so ja, Asien. Solist Peated Variante oder so. Ja, aber der ist ja nicht im aber, Wein oder sonst was fast. Aber von der ersten Nase habe ich ja gedacht, dass, also ich habe da tatsächlich an den Harz gedacht und habe gedacht, das könnte dann vielleicht das etwas andere Verfahren mit dem Rauch sein. Nein, schmecken tut er definitiv nach Rauch und Torf. Der hat aber einen Geschmack, jetzt wo der Torf sich langsam legt, der Rauch und Torf, hat er jetzt wieder die Tropical Note. Der ist nicht von diesem Kontinent.
Merkst du? Ich tippe auch. Das ist kein Inder, das ist kein Japaner, das ist kein Taiwanese, das ist ein Australier. Da gebe ich dir nicht recht. Da gebe ich dir echt nicht? Nein. Die Australier haben wir. Das ist ein Australier. Nein, Australier, die sind viel weichgespülter. Du hast hier richtig, diese Zimtnote, du hast diese Öligkeit, diese Schwere, du hast eine Holznote. Also der ist jung. Ja. Er ist jung. Und er ist hochprozentig. Jung, ich tippe. Um die 60. Kannst du dich erinnern? Den habe ich geliebt. Porto Nova mit 66% war der. Oder 66,2 oder so. Das ist, wenn du jetzt. Krieg nochmal, du kommst. Ich bin weg vom Weinfass. Ich bin beim Portweinfass. Ja, ist Portwein kein Wein. Ja, aber. Ich war vorhin bei Bordeaux. Ja, ja. Wenn du den Pass mir nicht zugehört. Also schreib mir hin, ja, bin ich zu. Also ich glaube, dass das mit Abstand der teuerste Whisky ist. Obwohl. Scheinbar Port. Von Michel mein Port. Ja, da ist der Michel deutlich weiter als ich. Ich würde mich auf alles einlassen, was. Das kann auch irgendein französisches Weinfass sein. Nein. Nein, dann bleibst du beim französischen Weinfass, dann bleibst du eher so bei dem Erdbeerboden. Also bleibst du bei diesem teigigen Boden. Ja, wenn ich an die Buchlettis denke, die ich abgefüllt habe, die hatten ähnliche, oder die Port Charlotte, die hatten ähnlich schmutzige, süße Noten. Und das war so Tern, unser Spielerwein. Aber hier hast du, das ist so wie hast du mal gesagt, ein aufgerissenes, abgelaufenes Eimachglas mit Pflaumen. Hm. Ja, so dieses. Naja, die Pflaume ist da. Dieses ranzige, dieses leicht ranzige. Ja? Pflaume ist da und dieses Pflaume. Ihr seid ranzig, eine Schokoladennote dabei, aber wirklich bitter Schokolade, wirklich sehr viel Kakao und Teil. Finde ich immer für das Portweinfass. Und ich denke. Umdrehungszahl. 60 plus minus? Ich tippe zwischen 60 plus minus 2. Also 58 bis 62. Vom Alter her, aufgrund der hohen Umdrehungszahl, gerade dann, wenn es was Exotisches ist, muss es eigentlich auch sehr jung noch sein. Ja. 5, 6 Jahre? Oder noch länger? Vom Charakter her ist er für mich schon um die 12 bis 15. Ja, aber dafür ist er zu. Die Logik ergibt es nicht. Die Logik ergibt es einfach nicht. Die Logik sagt mir 6 Jahre. Also 5 bis 6. Tut mir leid für dich heute, aber. Mann, André, der tritt so wieder. Der geht nicht mehr mit uns in dunkle Eck. Warum haben wir die anderen beiden leer und die Nummer 1 ist noch da? Wirklich schlecht war keiner von denen. Nein. Aber die Nummer 1 ist auch leer. Also ich denke, die Pommesbude kommt zu uns. Wir haben ja das große Glück, denn wir sind ja so Pommes-Fetischisten. Ne? Also Marco und ich, wir schwimmen da voll auf. Das sieht ja auch keiner. Doch, das interessiert jeden. Wir sind voll auf einer Wellenlänge. Ne? Das heißt, wir haben beide Übergewicht und lieben beide Körper über Pommes. Scheiße, oder? Komm, meine Frau sagte, deine Lieblingspommes tut da wieder auf. Du hast Marco so auch vorgeschwärmt. Er wird sich mir schon freuen. Ja, er weiß schon Bescheid. Sag mal, ich fliege jedes Mal mit den Videos auf, ne? Zu Hause habe ich wieder erzählt, wir werden ein Salatbouquet nachher essen. Ja. Buchstabier mal Salatbouquet. C-U-R-R-I. Ja, komm, dann brainstormen wir jetzt nochmal. Nun der, also ich meine, dazu, dass der vom Charakter, von dem, was er an Aromen mitbringt, wirkt er älter. Von dem, was er an Spritzigkeit und Würzigkeit und Intensität hat, wirkt er durch die hohe Alkoholzahl noch relativ jung.
Wenn wir dann davon ausgehen, dass der Whisky irgendwo herkommt, wo es deutlich wärmer mit hoher Wahrscheinlichkeit her ist, muss der sehr jung sein. Würde dann aber auch bedeuten, wenn man so mal über Preise nachdenkt, dass Nummer 3 mit Abstand der teuerste sein müsste. Gehe ich auch raus. Gerade vom Geschmacksprofil auch, ne? Ja. Das ist schon. Also gehen wir mal davon aus, ich hab ja großkotzig gesagt, ich glaube Australier, und wenn ich das richtig interpretiere, glaubst du, dass es ein Inder ist? Also er hat für mich, ich habe den Porto Nova im Kopf. Mhm. Ich habe den Porto Nova, also Portwein passt für mich klar. Ich weiß, dass der Cabernet Port sehr langweilig ist. Mhm. Der ist einfach sehr langweilig. Bei Cabernet mag ich den Vigno, ich mag den Sherry. Den Port trinkst du einmal, trinkst du nie wieder. Ich glaube nicht, dass das ein Cabernet ist. Der Cabernet hat noch mehr Körper, der ist noch voluminöser. Ja, deswegen sage ich ja, Cabernet Port ist bei mir durchgefallen. Ja, ja. Und da würde ich auch direkt sagen, hiervon würde ich einen zweiten trinken, hast du ja gerade gemerkt. Ja. Hiervon würde ich einen zweiten trinken, deswegen ist es kein Cabernet Port, also Cabernet fällt raus. Also sagst du Indien? Nein, ich weiß noch nicht. Wir haben noch nicht voll die Speicherkarte. du warst bei Australien. Ja. Australien fällt für mich auch raus. Also ich habe die Wir haben Tage, ja den Neuseeland auch bekommen. Ach shit, ich meinte auch Neuseeland. Wir haben auch den. Wie heißt der? Weil da habe ich eine Flasche von euch die Tage aufgemacht. Ja, den habe ich auch gemeint. Scheiße, das ist gar kein Australier, das ist Neuseeländer. Was du meinst, ist. Und zwar gibt es von dem ein 15er oder ein 18er auf dem Weinfass. Genau. Den habe ich aufgehabt, aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Nein, fällt aus. Wir haben gecheatet, tut uns leid. Tut uns leid, wir haben gecheatet. Nee. Fällt auch aus. Ja, aber da habe ich tatsächlich dran gedacht. Mist, Neuseeland raus. Das hätte mir jetzt noch ein bisschen im Kopf gekommen, aber fällt komplett aus. Ich hatte den ja schon probiert, aber. Okay, nach vielen hin und her. War auch sehr geil, ne? So. Indien. Indien. Bei Nummer 2 sind wir uns relativ einig, Deutschland. Ja, das ist, ja. Ja. So, Nummer 1. Fassungslos. Aber nimm dir Nummer 1 einmal vor. Ich sag bei Nummer 1 Dänemark. Hast du jetzt Urstand? Merkst du es? Merkst du es, diese Süße? Ja. Ich habe noch nicht viel aus Dänemark getrunken. Ich hab einen Namen im Hinterkopf, der heißt Baumgartner. Wie heißt der nochmal? Ich kann mir das nicht merken. Ich glaube Baumgartner. Meinst du Stefan? Ja. Baumgartner? Ich weiß nur Stefan. Stefan ist von Stauning, meinst ja. du? Es gibt eine. kannst du auf Dänemark nicht mehr einigen? Ja. Ja. Es gibt auch eine. Ich bin im Thema noch nicht drin, weil ich habe eigentlich. Und jetzt ist Corona. Nach Corona steht ein Besuch bei der Destille an und von da an arbeitet man sich auch komplett richtig rein. Wenn man dann auch weiß, Feeling, sie produzieren ja alles komplett da. So, das hast du aber auch. Ja, dann mir fällt der Name nicht ein. Ja, ich habe recht. Hast du diese. Der hat, also ich weiß, dass der auch Reihe hat. Hast du? Salz auf meiner Haut oder was? Zitrone, Salz. Und dieses Tequila-mäßige, ja, jetzt hab ich. Auch, ja, das habe ich in der Jugend weitestgehend ausgelassen. Bei mir war es Fernand und Branca. Ich will. Nein, ich überlege gerade den Namen. Pass auf. Christian, du wirst mich hassen. Du hast es mir gesagt, wie das heißt. Stefan hat es mir auch gesagt. Ich habe den auch getrunken, glaube ich. In Nürnberg. Den haben die in Nürnberg gekauft wie bescheuert. Aber wie gesagt, also ich denke. Schreib mal auf. Ja. Stauning? Ja. Schreib mal auf. Rye. Das ist nämlich das, was ich denke. Ich weiß, dass es bei Stauning Rye gibt. Und ich weiß, dass der in der Vergangenheit, also ich habe von Stauning schon ein paar Proben gehabt. Ich muss gestehen, da war ich, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich nicht so richtig davon angetan. Aber ich weiß, dass die mir, also ich hatte auch ein paar Flaschen, ich weiß, dass mir die Rye-Flaschen sofort weggekauft worden sind. Also pass auf. Ihr habt gewartet. Pass auf.
Christian, ich weiß nicht, ob du das Video siehst. André, du wirst das ja sowieso angucken. Fordert Christian auf, wenn wir jetzt recht haben, und das ist ein Stauning, das ist dieser Stauning, dessen Name mir nicht einfällt gerade, weil du weißt ja, wie bei Wer wird Millionär vor der Kamera, die leichtesten Dinge merkt man nicht. Wenn es wirklich so ist, und wir haben recht, brauchen wir dringend ein Set Stauning für ein Stauning-Video. Könnt ihr bei Stefan ordern, er wird es uns schicken. Lass mich googeln. Google mal. Google mal Stunning Tequila oder sowas. Ja, brauchst du nicht. Da gibt es ein Bier auch. Stunning Bastard. Schreib mal Bastard hin. Ich kann mich an Stefan seinen Namen erinnern, wie er sagt, ich habe ihn selber kreiert, weil Stefan ist ein Masterblender, Masterdistiller. Ich habe ihn selber kreiert und er hat den Namen Bastard verdient. Also ich kann ja zu dem Bastard sagen, dass mich letzte Woche zwei Kunden unabhängig voneinander auf den angesprochen haben und gesagt haben, dass der lecker ist. Das ist Stunning Bastard. Also ich muss mich wirklich verdienen. Stefan stand in Nürnberg auf der Messe und hat gesagt, der hat den Namen Bastard wirklich verdient. Und die haben den gekauft wie Scheiße. Und obwohl der Bastard heißt, hat er nur um die 46, 45 Volumenprozent? Ja, der Bastard. Also ich habe die Zusammensetzung nicht, weil ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich vermute wirklich, dass es kein reiner Rye ist. Boah, der letzte, der... Es ist kein reiner Rye, deswegen wahrscheinlich Bastard. Okay. Und aufgelegt, ich tippe nicht auf Komplettreifung, ich tippe auf Finish im Mescalfass. Ich will das nicht los. Es ist ja noch nicht lange erlaubt. Es ist ja noch nicht, ich weiß nicht, wie es in Dänemark ist, aber in Schottland ist es jetzt auch erlaubt. Tequila ist das. Also ganz ehrlich, wenn das alles stimmt, was wir hier aufgeschrieben haben, ne? Und das auch nur ansatzweise richtig ist, dann sagen alle, das haben die vorher gewusst. Ja, dann fahre ich alles wieder durch. Also, wir fangen mit den Schottland. Also auf das Mezcal wäre ich zum Verrecken nicht gekommen. Aber einfach, weil mir dieses Geschmacksprofil fehlt. Ich habe das nicht. Du ich hast das nicht abgeschafft. Ja, aber ich habe das, wie oft ich schon. Wie oft du schon versagt bist, ja, wir wissen. Nein, ich meine, wie oft ich da schon im Laden verkippt wurde und was ist. Ja? Das ist so. Ich habe ja früher, wo der noch Frank 15 rauskam, ne? Ich habe ihn nie wirklich verkauft. Ne? So im Ausschank. Weil einfach, er war ja im Ausschank auch nicht günstig. Und dann kam irgendwann mal die Zeit, da kam freitags immer so ein Mädel rein und die hat jeden Freitagabend nach Folge 15 bestellt. Mhm. Voll aufgepimpt, ne, mit einem guten Geschmack. Mit engen Leggings und High Heels an und voll aufgestylt. Jeden Freitag, so gegen 8:30 kam sie. Wochenlang. Und dann ist mal irgendwie der 15er der Freak umgekippt und da hat sie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil das hat, wie das mit Torpflaster umgekippt ist. Und das sind halt Gerüche, Geschmäcker, ich habe noch nie so viel Lafroy 15ern ausgeschenkt, weil sie immer wieder kam und alle haben das gleiche getrunken. War ich gut. Und irgendwann kam sie nicht mehr, weil ich denke, dass sie das Bordell gewechselt hat. Das kann passieren. Sie wurde immer von einer schwarzen Limousine abgeholt um 10. Ne? Und auf jeden Fall, das habe ich mit dieser Mezcal-Note. Das ist so. Deswegen bin ich auch darauf gekommen. Und ich habe ihm wahrscheinlich auch bei Stefan, er hat mir davon erzählt. Also mit 1 kann ich mich aufgrund von Unwissenheit. Kann ich mich antworten. Bei Nummer 2, glaube ich, bin ich mir sehr sicher, dass wir recht haben. Nummer 3 ist für mich das Glücksschwein oder der, wir haben total verkackt. Nein. Also, du hast tropisch und das ist kein Kavalaport. Da bin ich mir sicher. Neuseeländer, ich weiß jetzt nicht, ob dort auch Portabfüllung gibt. Ich finde ihn sehr lecker, aber also, ich weiß nicht. Wie gesagt, Süßwein definitiv. Davon habe ich die Tage noch eine Flasche aufgemacht. Was hältst du davon, wenn ich den Umschlag vorsichtig öffne? Oder sollen wir erst sagen, was es ist und dann überlegen, ob wir uns belohnen oder ob wir uns bestrafen? Ja, probier nochmal den Dreier. Hast du nicht mehr? Doch, habe ich. Der Dreier ist so. Ja, also ich kippe auch Porto Nova, aber der Porto Nova, den gibt es da gar nicht mehr. Der ist aktuell gar nicht auf dem Markt. Und er steht ja drin, dass die erhältlich sind, oder? Nein, er hat gesagt,
Er sagt, zum jetzigen Zeitpunkt ist nur eine einzige Abfüllung aller 6 Proben, also auch die, die wir noch haben, erhältlich. Teilweise gibt es die Abfüllung nicht mehr, teilweise gibt es sie noch nicht. Also ist nur eine Abfüllung erhältlich. Weißt du, und dann hat er drunter geschrieben, Slime André. Eigentlich hätte er drunter schreiben müssen, ich fick euch André. Ja, komm mir vor wie bei Tim Wilter. Verfickte Scheiße. Komm, ich sag, Porto Nova. Porto Nova hatte, glaub, weit über 60. Da macht er zu wenig bunt, streich ich ja durch. Komm, lass jetzt. Nein, doch, irgendwo ist was. Ich kann nie behaupten, dass es Porto Nova ist. Ja, du immer mit deinem Klugscheißen. Boah, so. Manchmal geht der nicht aus. Mach auf die Kacke jetzt. Wir wissen, wie sehr wir daneben liegen. Oh, sag erst, was ist. Was sagst du, was es ist? Nummer 3. Du musst ja den Leuten mal sagen, was es ist. Ja, also Nummer 1, wie gesagt, Stouting, Reifers, das mit dem Tequila oder Mezcal, wie gesagt, ist, habe ich nicht abgespeichert. Mag er recht haben, weiß ich nicht. Bei der Nummer 2 bin ich mir sehr, sehr sicher, Süßweinfass oder schweres Weinfass von St. Kilian. Bei Nummer 3, aufgrund des hohen Voluminas noch, denke ich, sind wir mit Indien ganz gut. Und ja, auch hier, Portwein aufgrund der Backflaumigkeit kann schon ziemlich gut sein. Aber der ist wirklich, wenn es wirklich ja aus Indien kommen sollte, hat er aber die doppelte Torfladung wie der Peat. Wie der Abo Peat. So, und dann bin ich der Meinung, Nummer 1 ist der älteste, Nummer 2 der jüngste, Nummer 3 liegt im Mittelfeld. Wobei durch die exotische Klimatik eher von dem Gesamtcharakter, den er vermittelt, der ist der eigentlich am ältesten rüberkommt. Nur durch die hohe Volumina halt. Man das Gefühl hat, dass noch ein relativ junger ist. Aber wir werden voll abkacken. Lass nur mal riechen. Also es ist jetzt nicht, dass ihr den geschieden, aber wir müssen ja mal ein bisschen Inspiration machen. Ja, wir haben uns ja sowieso festgelegt. Vom Geschmack her, komm. Hast du solche sauberes Gewürzern? Ich habe das aber jetzt. Leider ganz anders. Ganz anders. Aber mit Nummer 3 fallen wir voll das Fund auf die Fresse. Ich glaube auch. Das ist das, was ich meine. Das ist jetzt der Peated-Amut. Ja. Der hatte, ja, der ist ja vom Torf gehalten, der völlig abgekackt gegangen. Deswegen bin ich da gerade ein bisschen. Aber der andere war in der ersten Nase, hat er auch nichts gehabt und hatte den ersten. In der ersten Nase war das Fass übertüncht. Deswegen bin ich da so völlig. Also die erste Nase hat mich wirklich an den Porto Nova erinnert, aber der war ja auch nicht Peated. Ich habe mich an den Porto Nova erinnert, aber nur, der war ja nicht Peated. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der, naja, der 46er, der ist genau. viel zu mild und viel zu weich. Mir geht es nur um die Rauchdote. Als ich jetzt mal versuche, das Fass wegzudenken, könnte er ihn da doch hinhauen. In der Nase ist der Torf nicht da, aber wir bleiben bei dem Inder. Weißt du, was ich befürchte? Ich befürchte, dass ich diesen Whisky schon zweimal getestet hatte. Wir bleiben bei dem Inder. Schreib hin, Marco sagt Inder. Ja. Michel enthält sich. Und ich befürchte fast, das ist das Podcast exklusiv für euch. Da war ich noch nicht da. Ja. Da war ich noch nicht an Bord. Dann hätte ich wenigstens recht, dass das garantiert mit Abstand der teuerste ist. Nochmal, in der Nase. Porto Nova. Im Geschmack völlig komplett weg. Das hat mich weggedriftet. Aber der Alkohol und es ist auf jeden Fall asiatischer. Es ist klimatische Reibung. Oh Mann. Das war der Erdogan, der hat schon getrunken und macht hier was macht er denn jetzt? Farbe weg hier.
Alter, was hast du denn hier? Lösung, Internet. Alter. Also, Lösung international, Lösung international, Lösung international, Lösung international. Guck mal, die Schweinebacke ist hingegangen und hat es so wenig mit Farbe versehen, dass man es auch durch den Umschlag möglichst nicht durchsehen kann. So, jetzt lass doch mal gucken. Ja, guck mal. Das glaubt uns keiner. Number one, Stunning Bastard. Okay. Aber jetzt muss man fairerweise dazu sagen, du kennst natürlich mittlerweile auch ein bisschen euer Portfolio. Nein, ich muss dabei sagen, dass das ist der einzige Stunning, den ich bisher getrunken habe, auf dem Messe bei Stefan. Wir hatten die Stände in Nürnberg ja in alle Ecken verteilt. Ja. Und ich war bei Stefan, weil ich ihm das Portemonnaie gebracht hatte. Und, oder abgeholt habe, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mir dann den zu trinken gegeben, hat mir das auch kurz erklärt. Deswegen kam ich drauf. Diese Süße. Du Drecksack, ey. Diese Süße vom Mezcal ist halt da. Und das ist, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube, es ist auch kein reines Ripecast. Und deswegen waren wir da verdammt nochmal sehr geil. Alter Falter, ey. Also, jetzt muss man natürlich sagen, die Nummer 3. Jawohl. Es war eine Blindverkostung. Wir haben das so bewertet, wie wir finden. Die Nummer 3 hat natürlich jetzt irgendwo bei uns am ersten verloren. Ist mit Abstand der teuerste. Liegt irgendwo bei knapp unter 150 Euro. Die Flasche. Ja, diese kenne ich auch nicht. Also, ja. Nummer 1, Stunning Bastard. Also, genauso wie Michael gesagt hat. Aber Rye, also Roggenanteil und halt im Mezcalfass. I don't know. Ich weiß nur, dass ich. Mir kam der Geschmack bekannt vor, ich habe ihn getrunken in Nürnberg. Ja. Das ist der einzige Stunning, den ich bisher getrunken habe. Das interessiert mich natürlich, was der kostet. Ja. Ich versuche das mal rauszufinden. Nummer 2. Wusste ich, dass der André uns ficken wollte, aber es ist für mich ein einschneidiges Erlebnis gewesen. Es ist wirklich der St. Kilian. Ich war halt die erste Woche Einarbeitung und habe dort halt dieses Fass, also mehrere Proben dort probiert. Im Büro morgens und wir haben uns dann für dieses Fass entschieden und es ist dann halt auch jetzt abgefüllt worden. Hier steht halt, wir können es ja aber mal vorlesen, ne? Probe 1, Stunning Bastard, dänischer Whisky aus gemälzter Gerste und gemälzten Roggen. Guck mal. Ne? Ja. Gemälzte Gerste und gemälzte Roggen, gefinisht in Mezcalfässern, ja, mit 46,3% ungefärbt und unchill filtriert. Achso, das hätten wir auch sagen sollen. Na super. Noch erhältlich. Erste Anzeige, die ich gesehen habe, war vom Kollegen von Wick für 79 Euro. Die 0,5er Flasche. So, Nummer 2. Nummer 2, St. Kilian. 2016, Single Cast for Germany. Amarone Bud, bottled by Biscuit Ruid. Da war man mit 3 bis 5 Jahren ja ganz gut dabei. Release weiß Michel eventuell. Release, was haben wir für Datum? Heute ist der 13., ne? 13.5. Schaut mal nächste Woche in den Newsletter. Ende nächste Woche bei euren Händlern. Da wird es dann einen leckeren, den wir gerade getrunken haben, Amarone geben. Weißt du, was der kosten wird? Weißt du es? Oder? Unter 60. Unter 60, okay. Für die 0,7er. Genau. 0,7 Liter, nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert. Mhm. Alkoholgehalt 56,7, meine ich. Ja, gut, auf jeden Fall. Ja. Ne? Dann ist er schön eingebunden. Ja. Dritte Probe war Amrut, indischer Single Malt Whisky, Abfüllung Peated Pork Pipe CS, ungefähr und unschiffiltert. Leider bereits bei Kirsch ausverkauft. Hat er nochmal geschrieben, hast du getrunken oder wir? Ja, ist das, was ich vermutet habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Verkosten. Ja, eigentlich schon, ne? Also für mich. Ich sag's erst, weil da ist einfach was von dir mit dabei. Aber wenn wir das Preis-Leistungs-Verhältnis nehmen, kann es für mich bei den drei Sachen, auch wenn sie total unterschiedlich sind, nur einen Sieger geben und das ist der St. Kilian. Was ist denn, ich kenne ihn ja gar nicht. 140 bis 150 Euro. 140 bis 150 Euro. Ja, und bei Amro liegt es ja meist immer um 6 bis 7 Jahre, 5 Jahre. Ich kenne ihn nicht, aber mich hat er wirklich von der Nase an Porto Novo erinnert. Also die 3 war der komplexeste Whisky.
War für mich aber auch der, der mich am wenigsten an schottische Destillate erinnert. Aber wärst du jetzt nicht auf Indien gesprungen, wäre ich auf Taiwan gesprungen, hätte vermutet, dass sie einen Single Cask Port machen. Was besser ist. Was besser ist, dann halt, ich denke mal, für Deutschland abgefüllt ist schwierig. Ich finde, dass die Inder im direkten Vergleich zu den Whisky aus Taiwan, ich finde, die Solist-Serie von denen ist rotziger, ist wuchtiger, das ist ein richtiger Fighter, ja? Der kommt mit einer vollen Rüstung daher und hat beide angespannte Fäuste und Pong. Ja. Und die Inder sind in meinen Augen eher Gentlemen. Komplexer. Ja. Nicht ganz so ruppig, aber ich fand ihn dann hinten rum mal ruppig. Deswegen hatte ich vermutet, weil der Kavalampite, der normale war ein Flop, dass sie dieses Ding von Kavalampite nochmal pushen wollten, indem sie ja so ein schönes Portfass rausgemacht haben. Ich denke nicht, dass sie den Pite komplett abverkauft haben. Weil da war wirklich ein Reinfall und der war nur lightly peated. Und ich denke, dass sie da irgendwann, um den Stil von Pite mal aufzunehmen, vielleicht auch mal wirklich getopftes Malz nehmen. Ne? Also für mich ganz klar Nummer 2 Preis-Leistungssieger. Nummer 1 ist der für mich Mitschwimmer. An dem kann ich nichts Schlechtes, keine Ecken, keine Kanten empfinden. Das ist ein guter Whisky. Man kann darüber diskutieren, ob 0,5er Flasche 80 Euro, ob das okay ist. Im direkten Vergleich, da finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis von St. Kilian besser. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns internationale Preise an. Passt das auch wieder irgendwo? Ja, wir wissen aber auch. Und Nummer 3 hat auch aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses im Hintergrund irgendwie heute verloren. Vielleicht, keine Ahnung, war es der falsche Startpunkt. Der hat für mich am wenigsten nach dem geschmeckt, was ich so sonst als Whisky empfinde. Ja. Also. Was ich aber nicht schneller soll. Also ich muss sagen, dass ich bei. Ich fange einfach mal hinten an. Ja. Nummer 3. Wie gesagt, in der Nase Porto Nova. Im Geschmack bin ich eigentlich nicht auf Abruf gewesen, weil ich direkt diese Torfbombe hatte, den normalen Peated halt im Geschmack habe, aber der es ist halt kein. Der normale Peated ist viel öliger und weicher. Ne? Ja. Sehr gut, aber er hat nicht diesen Peat-Charakter wie der gehabt und deswegen bin ich halt auch jetzt am Schluss auch noch komplett von Indien weggegangen. Ne? Weil diese Porto Nova, der war richtig spritzig. Und diese Portnote, diese komplexe Süße hatte ich direkt. Aber gut, da habe ich mich auf dich verlassen und du lagst völlig komplett richtig. Nummer 1 finde ich, haben wir einfach Schwein gehabt, dass du den auf der Messe probiert hast. Genau. Da wären wir da, glaube ich, so nicht drauf gekommen. Ich habe nämlich beim ersten Riechen habe ich gedacht, okay, da hat uns eine belgische Eule hingestellt. Nein, das ist die einzige Abfüllung, die es noch gibt im Mezcal, die ich bisher kenne. Ja, wie gesagt, den Mezcal hätte ich nicht rausgeschmeckt, weil das Geschmacksprofil hat man nicht mitgespielt. Aber auf den Markt ist es auch direkt angekommen, ohne dass wir vorher darüber gesprochen haben. Und das hat mich bestätigt. Also ich war erst ein bisschen fickelig, hab mir gesagt, naja, aber du hast dann Dänemark ins Spiel gebracht und ich hatte den Namen die ganze Zeit. Stefan hat es mir mal gesagt, aber weißt du selber, am dritten Messetag, ne, stehst du auch da und bei der Nummer 2 war mir klar, aufgrund der Aromendichte und dessen, was da ist, dass das was Deutsches ist. Ja. Und da du ja schon eine ganze Menge New Make von den Deutschen probiert hast, haben wir dann einfach gut landen können. Und Nummer 3. Nummer 2 war Flashback. Ja. Einfach Flashback. Das sind halt, wie sagt man schön, Kindheitserinnerungen. Nein, ich habe das wirklich, das war die erste Woche, dass wir gesehen haben. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Zeit ein scheiß Telefon noch im Ohr hast? Ja. Das sieht ja voll kacke aus. Nee, ich höre dich aber darüber besser. Nur wenn du nicht dazu stehst, dass wir beide das gleiche haben. Hab ich geschenkt bekommen. Ja. Vom Michel. So, ich finde, das haben wir toll gemacht. Wo ist die Belohnung? Steht da vorne. Ich würde sagen, erstmal freut euch schon mal. André! Pam, 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 pam. Nächste Woche könnte sein, dass es aus privaten Gründen ausfällt. Wir müssen jetzt eh mal sehen, dass wir das. Wir müssen alle wieder mehr arbeiten. Ja. Dass wir es eventuell auch alle 2 Wochen schieben. Und jetzt ist der passende Grund, deine Frau mit der Woche am Montag operiert und dann ziehe ich mich eine Woche aus dem aktiven Geschäft zurück. Und ich möchte halt nicht dort zwischenfuchteln, indem ich halt Mittwoch dort da rumhänge und ich lasse dich da auch nicht zwischenfuchteln, du hast eine eigene Frau.
Oha, ja. Ich habe da auch gekommen. Also, von daher, wir hoffen, es hat euch gefallen. André, wir kriegen dich. André. Mach's gut, Leute. Tschüss. Ja. Marco stellt jetzt einmal die Kamera aus. Ich mach das Ding mal aus, genau. Weil für Fernbedienung haben wir noch keine Kohle über. Wir arbeiten gerade an einem Konzept. Ja, wir könnten mal eine kaufen, ne? Ja.